Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen zombifizierten Folge mit der Safari-Farbe Resident Evil 5. Ich, wie ihr ja auch schon 30.000 Mal gesagt habe, auch die anderen Teile gerade. Danach wollte ich Resident Evil 4 in der HD-Dings spielen, der HD-Qualität da. Oh Mann. Ich bin voll. Come on. Okay. Come on. Okay. You grab it. Okay. Die BSA ist gefallen. Chris und Jeva sind die letzten Überlebenden auf, also jetzt zumindest hier. Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dass ich das Spiel durchgespielt habe, also oh. Hier findet ihr übrigens einen Teller. Ich glaube, den hatte ich nicht. Nee, den hatte ich tatsächlich nicht. Scheiße. Und ich glaube, den Schatz hatte ich auch nicht, ne? Oh doch, den hatte ich. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt PS Plus und kann es endlich mal online spielen. Das heißt, falls ein Online-Spieler reinkommt, könnt ihr es auch erkennen. Und ja. Wenn keiner beitrete, dann ist ja klar. Dann bemerkt es ja auch. Hurry, come on, hurry! Ich glaube, das schlimmste Level, was du hier in Resident Evil haben kannst, decken. Decken. Och nö. Das ist ja komplett zerfetzt, Trevor. Schließ mir im Weg. Scheiße, nicht mal Heilung haben wir hier. Thanks for the help. Bevor ich irgendwo weiter hingehe. Echt überall immer Krimskrams, ne? Ich hab keine. Das gibt's doch nicht mehr. Oh mein Gott. Warum? Wer dachte sich jetzt. Come on! Come on! Take it! Ich muss das einsammeln. Gib's mir! Gib's mir! Seitdem wir in der letzten Folge den ersten Boss erlegt haben, und zwar den Ouroboros. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße! Helf mir doch! Nein, oh, was machst du da? Ey! Du sollst das hier ausrüsten! Irgendwie bist du... Ja, warum rüstest du das aus? Bescheuert bin ja nicht mal ich. Du stehst mir im Weg. Finde ich ja geil, aber man muss jetzt aufpassen, weil deren können jetzt ja mutieren.
Darauf habe ich irgendwie gerade keinen Bock. Mutierte Zombies habe ich extrem wenig Bock. Wesker habe ich auch keinen Bock. Oder generell, wenn wir... Ach du Scheiße, wer bist denn du? Groß, fett und scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich hab ihn getroffen. Oder war sie das? Irgendeiner von uns beiden hat ihn definitiv gerade getroffen. Aber wer genau das gerade war, ich habe keine Ahnung. Och man, war ja klar, dass er noch lebt. Weißt du, ich treff keinen Schuss. Sie? Jeden. Musik. Ich laufte mal mit einer mit einem Scharfschützengewehr rum, ich nicht. Hurry! Okay. Vor allem sie läuft hier mit einer Disco-Kleidung mal. Ach nö, jetzt kommt dieses Level. Take it. Okay. So. I need ammo. Take this. Thanks for the help. So. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Aua. Also ich würde mal Danke sagen, aber irgendwie... Ich habe diese verfickte Scheiße gegeben. So, aua. Alter, sie jetzt kombiniert. Vor allem ohne es zu wissen, kombiniert sie Sachen. Manchmal echte Intelligenz, wie man 2000 Dings gedacht hat, immer 2024 immer denkt. Immer so krass. Ich denke eigentlich nie nach, wenn ich dieses Spiel spiele. Und damit meine ich denke nie nach. Ich spiele das ja im Grunde eigentlich nur für euch, für morgen schon mal vorgedreht. Und auf jeden Fall endet ihr Resident Evil 2 schneller als Resident Evil 5. Thanks, Partner. Ey, ich will meine Granate zurück. Aua. Oh, wo ich das gemacht habe. So eine Frechheit, Alter. You grab it. Okay. You grab it. Okay. Neunzig Schuss.
Mal, das heißt schon in der nächsten Folge kommt schon der erste Boss, glaube ich. Der zweite oder der erste? Also. Something's coming. Watch out! Da geht's so. Aua. Thanks for the help. Och man. Natürlich kommen jetzt Fledermäuse, ne? Es kann nie anders sein. Nee, man macht Fledermäuse. Wenn man natürlich seine Munition verliert, dann nochmal zum Draufschießen ein paar Schlösser einpacken. Ob man das Spiel, wenn es mal geremaked wird, auch so spielen kann? Also so, dass man dann zu zweit zusammen das ganze Spiel durchballern kann. Someone's here. Also auf jeden Fall wird das sogar, glaube ich, mit Abstand Spaß machen, ne? Zusammen das Spiel durchzocken. Jetzt mir ich nicht vorstellen, wenn es keinen Spaß machen würde, ne? Wartet mal kurz, ich lag mal kurz mein Handy schon mal. Alter, ich finde die Safari-Kleidung von Chris einfach richtig fresh. Ich glaube, es wird auch mal. Es gibt ja noch einen Stil von den beiden, Chris und Chavez. Aber ich glaube, man kriegt das nur, wenn man hier die beiden von Dings hat. Die beiden Hauptstile von denen. Na gut, das von Chris zu bekommen ist ja nie einfach, ist nie so schwer. Aber naja. Come on, Roger. So sehe ich. Damit. Ach ja, stimmt ja. Ist ja wie beim Fadenkreuz. Naturtalent. Wir heilen uns kurz komplett. Wie denn darüber? Come on, Roger. Come on. Okay. Man weiß halt nie, ob da noch was liegt. Das heißt, hätte ich auch einfach reinspringen können und Hallo sagen können, ne? Hm, na toll. You can't be serious. Take it. Run.
Jeff. Och nö. Nein, du Schalan! Möchte ihren. Wow. Mich jetzt in die Luft jagen oder was? Aua. Ja, muss jetzt mal halt warten. Ich möchte nicht mehr raus. Digga, ich möchte nicht mehr. Ich gefliehen. Sehr interessant, wie ihr euch hier einlebt. Come on, Roger. Hat sie überhaupt eine Pistole? Come on, Roger. Nicht dumm machen, sich selbst zu heilen.
Marsch! Noch eine Handgranate. Digga, mit den ganzen Handgranaten kann ich Party feiern. Mach ich Disco, Disco, Party, Party, Alter. Sturmgewehr, Geld, Pistole. Sag mal, bist du vielleicht behindert? Ach man, du sollst es kombinieren. Oh mein Gott. Direkt kannst du. Weiß nicht mehr, ich glaube bei mir kamen ja auch welche noch, ne? Ja, jedes Mal muss ich meine Munition verballern, um Munition zu tragen zu können, weil sie immer ihre Heilung mitnimmt. Ja, mal tauschen. Gib mir ein Herb. Take this. I owe you one. Take this. Warum? Take it. Roger. Und das wird jetzt schlimm.
Chainsaw Man! Oh Gott. Na gut, das war's mit der Folge. Aber bevor, weil ich das letzte Mal hier noch Dings gesehen habe, werde ich erstmal was noch mal machen, bevor ich hier irgendwie etwas hinkriege. Werde ich das hier wegpacken. Das hier erstmal wegpacken. Und gab es hier noch einen Schatz, den ich verkaufen kann. Da ist noch ein Schatz, den man verkaufen kann. Dann habe ich einen Rubin, meine ich. Weiß nicht mehr, welche Waffe kann ich denn verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Eigentlich hier oben, ne, die hier. Ich habe die ja einmal, brauche ich ja nur einmal. Kriegt man eigentlich für eine Granate? Guck mal, für die 650. Ist das Spiel so richtig geldgeil, ne? Aber so richtig geldgeil. So, dann packen wir das mal kurz weg. Gehen wir. Na Mann, du sollst das wegpacken. Das Trevor. Machen wir auch bei Trevor kurz. So. Chris. Trevor. Kombinieren wir damit. Chris. Kaufen, wie viel kostet eigentlich nochmal eine Magnum-Patrone? So. Dann beende ich die Folge hiermit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, es ist immer noch der 4, also tut es mir sehr leid. Ciao.